Das Handwerk hält viele Ausbildungsberufe bereit, auch für dich. Ob in den Bereichen Bau und Ausbau, Metall und Elektro, Kfz und Landmaschinen oder auch Nahrungsmittel und Körperpflege. Die Perspektiven auf der Karriereleiter sind vielfältig. Aus den Azubis werden Gesellen, die dann ihre Meisterprüfung absolvieren können. Bei uns im Oldenburger Münsterland ist jeder Vierte im Handwerk beschäftigt, zum Beispiel als Bäcker. In unseren Bäckereien finden wir von süß bis herzhaft viele leckere Sachen. Das bleibt auch so, sofern sich weiterhin junge Leute für eine Ausbildung im Handwerk entscheiden, so wie Jonathan. Einfach das Coole daran ist die Teamarbeit. Man hat in seltenen Berufen so viel Teamarbeit wie in so einem Handwerksbetrieb, wie in einer Bäckerei, wo man einfach mit den ganzen Teamkollegen einfach arbeiten kann und richtig zusammen anpacken kann. Aber noch mehr Spaß machen halt die Arbeit, die gegeben wird, und diese Abwechslung macht mir halt auch ganz viel Spaß. Hierbei handelt es sich um eine duale Ausbildung. Das bedeutet, dass die Azubis 1 bis 2 Tage pro Woche in der Berufsschule sind und den Rest der Woche im Betrieb mitarbeiten. Was genau macht denn eigentlich einen guten Bäcker aus? Leidenschaft, Kreativität und wirklich ein bisschen Liebe zum Beruf, weil du brauchst viel Kreativität, musst teilweise ein wenig belastbar sein. Das ist körperliche Arbeit. Es gibt so viele verschiedene Sorten von Broten, von Torten, von Kuchen. Man kann sich immer wieder etwas Neues einfallen lassen, sei es zu gewissen Jahreszeiten, sei es zu Anlässen wie Weihnachten, Ostern, Geburtstage. Wenn man dann auch noch ein bisschen Leidenschaft mitbringt und bei der Sache ist, dann macht der Beruf sehr viel Spaß und man kann es wirklich auch sehr weit bringen. Eine Ausbildung in einem Handwerksberuf ist also eine gute Sache. Doch was kommt danach? Im Anschluss winkt in der Regel eine feste Stelle als qualifizierte Fachkraft. Und auch wer weitermachen will, hat also viele Entwicklungsmöglichkeiten, darauf aufzubauen. Also kurz gesagt, für uns ist eine Ausbildung im Handwerk eine echte Chance, einen Beruf zu finden, der einem Spaß macht, der aber auch hier in der Region die beste Versicherung gegen Arbeitslosigkeit bedeutet. Apropos unsere Region. Dabei denkst du an Schweine, Kühe und Mais? Ja, okay, da hast du recht. Doch hier gibt es noch vieles mehr und deswegen kann man hier nicht nur gut arbeiten, sondern auch gut leben. Doch zurück zu unserem Bäckernachwuchs. Jetzt mal ehrlich, wie klappt das mit dem frühen Aufstehen? Ja, zum Anfang hin war es natürlich schwer, jetzt von der Schulzeit direkt nach den Ferien, wo man noch ein bisschen länger geschlafen hat, direkt um diese Zeiten wie 3 Uhr oder samstags halt auch 0 Uhr direkt auf der Arbeit zu sein. Aber jetzt im Nachhinein, wo ich jetzt im zweiten Lehrjahr bin, natürlich irgendwann gewöhnt man sich dran und irgendwann ist es einem auch egal. Wer möchte, kann sich auch in einer Konditorei ausbilden lassen. So wie Shanut, der sich hier richtig wohlfühlt. Also zuerst habe ich ja Bäckerausbildung gemacht und dann ich war ja ein bisschen bei den Torten dabei und dann habe ich mir gedacht, oh, das interessiert mich. Und dann habe ich mir gedacht, ich bilde mich weiter aus und dann habe ich auch gleich die Erfahrung beim Konditorberuf. Also ich freue mich, wenn ich sehe, dass die Leute meine Produkte essen. Wen die Produktion weniger anspricht, der kann sich im Bäckereifachverkauf ausbilden lassen. Hier spielen die Beratung bei Lebensmittelunverträglichkeiten und generell das Wissen über die Inhaltsstoffe der Produkte eine immer größere Rolle. Und nun kommst du ins Spiel. Willst du bei Kunden vor Ort und in der weiten Welt aktiv sein? Willst du im Handwerk deine Chance nutzen? Dann bewirb dich für einen von rund 60 unterschiedlichen Ausbildungsberufen, die bei unseren Innungsbetrieben angeboten werden. Du kannst gerne Betriebe bei dir vor Ort ansprechen oder für weitere Infos das Haus des Handwerks in Kloppenburg und Vechta besuchen.